Und Nahrung ist wieder auf Maximum. Hey. So. Bogenschütze. Bier. Goldbarren, bitte. Nein, ihr nicht. Ihr bleibt schön da drin. Also ja, ich habe langsam definitiv eine kleine Armee. Bogenschütze, Bier, Bogenschütze, Bogenschütze. Kaserne verlassen. Ihr geht mal darüber. Ich glaube, ich habe einen Bogenschützen hier, genau. Der nur Stufe 1 ist, der sich selber wieder ausquartiert hat. Und ja, Gold ist hier gut drin. Und hier drüben eigentlich auch, oder? Ja, geht so. Du bist jetzt Bogenschütze 2. Kannst die Kaserne verlassen. Ja, 10 Stück noch. Da transportiert er wieder Gold. Gut. Der muss ja unbedingt wieder Gold von hier oben abholen. Ja, überall gehen Türen auf und zu. Sorgt eigentlich fast schon für Monotonie. Dumm die Dumm, da kommt Gold. Ja, ich wäre wirklich mal glücklich drüber, wenn sie auch mal Bier holen würden. So, mit Bier ausrüsten. Aber ne, sie bringen gerade immer noch nur Gold. So, Bier. Ich hoffe, der kommt bald wieder mit einer Goldlieferung. Du kannst trainiert werden. So, Bogenschützenverbesserung. Da kommt die nächste Goldlieferung an. Sehr gut. Und nur noch 8. Komm, ich mach mal schon mal ein paar Bogenschützen mehr und rüste sie mit Bier aus. Also so gut ich es kann. So, Bogenschütze Stufe 2. Ah, jetzt wird wieder Bier nachgeschoben. Gut. Yo, yo.
Da kommt das Gold für Bogenschütze Stufe 2. Da kommt ein bisschen Gold nach. So, Bogenschütze Stufe 2. Mehr Bier ist immer gut. So, du kannst trainiert werden. Ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen schleppend, weil wir jetzt nur noch uns wirklich aufs Militär konzentrieren müssen. Wie man sehen kann, dauert es ein bisschen, bis man ein vernünftiges Militär hat. Ich könnte natürlich auch ständig mit kleineren Truppen angreifen und die verlieren und dadurch die Gegner dezimieren, aber das wäre, glaube ich, zeitfressender. So. Töpferei steht leer, Geschirr und Möbel. Öl sieht da noch besser aus. Schuhe. Na, Schuhe sind da so eine Sache. Ja, nee, stell erstmal einen neuen her. Oh ja, du findest gar kein Eisenerz, deswegen. Ach, du machst Schuhe. Okay, das klingt wie ein Bauvorgang. Du holst wieder Gold von hier oben, von der Quelle. Ja, man merkt, langsam wird das Gold weniger. So, wir haben aber 2 Gold, um dich zu einem Bogenschützen Stufe 2 zu machen. Und wir sind wenigstens alle Zivilisten losgeworden. Ja. Das ist übrigens toll, wir können hier keine Krieger sortieren, sondern uns nur die Krieger hier ansehen. Wir haben 40 Krieger gerade und 70 Leute insgesamt. Ja, davon sind 30 Nicht-Krieger. Man sieht, es ist viel einfacher, ein friedliches Dorf zu bauen, als ein kriegstreibendes Dorf zu errichten. So, mach nochmal 9. Mach ruhig einen kleinen Überschuss an Schuhen. Ja, langsam wird Gold ein bisschen karg. Aber die 4 kriegen wir auch noch abgegradet.
Gold ist ja noch hier oben ein bisschen. Er holt ja auch immer wieder fleißig Gold und packt es ins Lager. So, meine beiden Jungs werden jetzt wahrscheinlich wieder Gold an der Quelle holen gehen. Ja, da du gerade so fleißig bist und wir eh kaum noch Goldüberschuss haben, hilf mal mit, ihn zu versorgen, dass er mehr arbeiten kann. Sogar unser Bäcker kommt schon nach da oben, um da Nahrung abzuliefern. Ja, weil sobald ein Goldschmied einen Träger hat, klappt's schneller. So, wie sieht's hier aus? Da kommt das Gold, was wir für den nächsten Up das nächste Upgrade brauchen. Bin fast dazu geneigt, die drei nur noch auf Level 2 abzugraden. Soll die wahrscheinlich auch machen. Und ja, es werden Schuhe produziert und gebraucht auch. Ja. Ja, man merkt, wir verbrauchen alles sehr viel. Und unser Pilzsammler kommt kaum hinterher. Wo sammelst du eigentlich Pilze? Gucken wir mal, ob du da oben mehr Glück hast, wenn ich dich hier hinschicke. Ernsthaft, der Pilzsammler findet keine Pilze. So, jetzt kannst du wieder jagen. So, du bist hungrig, deswegen gehst du was essen. Entschuldigung. Wollte dich nicht stören. So, da wird wieder Gold geliefert.